zeigen euch halt diese TNT-Kanone. So, das war gar kein TNT-Bombe. Ja, das ist eine TNT-Bombe, wie man auch schon sagt. Oh Scheiße, jetzt habe ich auch noch den Knopf vergessen. Ich bin so ein Genie. Das ist unsere TNT-Kanone. Und die, boom, wollte ich euch zeigen, wie man die bauen kann. Braucht erstmal diese Gegenstände hier, die ich im Inventar habe. Grundblock, Redstone, Redstone Fackel, Schalter, Redstone Repeater, Bänder, Heftner Kolben und Schleimblock und halt TNT, aber das kommt erst gleich. Also, erstmal müsst ihr diesen Sticky Kolben hier platzieren oder Heftner Kolben, wie auch immer. Alle sagen es immer, dass es so falsch wäre, aber das ist richtig. So, den also zweimal draufklicken, dass er auf 3 ist. Einmal so bauen. Einen Redstone hin. Wieder so bauen, diesmal in die andere Richtung, dass der auf diesen hier zeigt und da drauf kommt eine Redstone-Fackel, so, und dann noch eine Redstone-Fackel. Das hat er den Markt gemacht. Ach so, gar nicht. Und dann so, und dann hier Redstone, und dann wieder hier einen Sticky-Kolben, dann wieder abbauen, und dann wieder so machen, ja. Und dann müsst ihr hier zwischen so einen Dispenser reinkriegen, aber das mache ich immer so, indem ich den Redstone kurz wegmache. Spender, sei leise. Dann wieder hier hin. Aber da muss doch Redstone hin. Da ist Redstone drin. Mann. Und jetzt brauche ich wieder TNT. So, so, so. Das kommt dann da rein. Ja, man kann ganz schön. Da muss doch der Knopf hin. Ach nee, das war ich doch gerade dabei. So, dann kommt ein Schalter dahin, kein Knopf. Ja, und dann funktioniert das auch schon. Das ist ganz simpel zu bauen eigentlich. Boom. Und tja, ich zeige euch jetzt nochmal so ganz langsam, wie die gebaut ist. Okay, ich zeige mal. Also, man braucht ein Haft. Hallo, nein. Ich habe das doch gerade schon erklärt. Ja. So, aber wenn man die überlädt, das zeige ich euch jetzt auch, wenn ihr ganz oft klickt, geht sie kaputt. Und ja, dann boom. Das sollte man halt nicht so oft machen, weil sonst explodiert sie halt. Und man kann halt auch mit anderen Sachen rum experimentieren, wie zum Beispiel Schafen. Ja, das hast du gestern gemacht. Ja, aber jetzt mache ich es auch, ey. Müsst ihr natürlich erstmal das TNT raus. Ach, da ist nicht mal was drin, ich bin so ein schlauer Hans. Und so, jetzt. Und dann werden schon Schafe katapultiert. Das ist tot. Aber es ist schon geil, das müsst ihr sagen. Was eigentlich, wenn man das jetzt überhitzt? Dann müssten noch 2 Schafe fliegen. Ja, es schiefen. Wenn du das überhitzt, Luca, ja. So, und dann noch einmal klickst, fliegen 2 Schafe. Ja, das war doch ein guter Wolle. Du musst auch erklären, wie das mit dem Schalter. Ach so, ja, dieser Schalter. Ganz viele haben mich gefragt, also keiner, wie man diesen Schalter da an den Dispenser oder Werfer oder Dropper anbringt. Also normalerweise umtablieren, also ich habe jetzt die Xbox hier, da müsst ihr diesen hier drücken. Das ist Xbox One. Ja, Xbox genau. One LT. Wenn ihr das normalerweise macht, öffnet er das Menü. Ihr müsst aber hier den rechten Bumper reindrücken, damit ihr euch duckt und dann könnt ihr das platzieren. Und dann werden Schafe fliegen, Digga. Und dann kann man sich auch halt hier raufstellen. Ich mach ein Loch, ich buddel ein Loch, ich buddel. Eigentlich ist es voll simpel, ein Loch zu bohren. Das ist tot. The fuck? Nein, das lebt noch. Hä? Das backt in der Luft. Hä? So. Ja, das kann man halt auch mit TNT machen. Oder, na, das hast du eh schon gesagt. Nee, weißt du? Hab ich nicht gesagt. Und jetzt kann man halt auch. Warum ist hier eine TNT-Kanone? Weil du leiser sein sollst. So, irgendwie Tränke reintun, das geht auch. Das geht eigentlich alles, geht außer halt. Wenn man Schafe. Die ja, Schafe. Du musst das alles aus deinem Inventar rausmachen. Nö, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mach ich doch jetzt. Mann, krieg dich mal ab. So, und dann werden auch die Tränke fliegen, aber nicht. Oh. Ja. Scheiße. Ach so, das müssen Wurftränke sein. Sorry, Leute. Sorry Leute, tut mir wirklich leid. Das müssen Wurftränke sein. Wieso habe ich Erde in der Hand?
Kann man das nicht auch mit R machen? Wasseratmung. Wasseratmungstränke gibt es, wusste ich gar nicht. Kann man das nicht auch mit R machen? Nee. So, dann werden schon hier... Das war jetzt irgendwie unnötig. Warte. Das war richtig unnötig, Olle. Ja, das war's dann auch schon. Ciao.